Helena, ruf mich bitte zurück. Du hast jetzt schon viermal auf die Mailbox gequatscht. Meinst du nicht, sie würde es recht misstrauisch, wenn du sie noch weiter zutextest? Ich will einfach nicht, dass sie mich so sieht. Zum Glück sind Charlie und Rebecca noch aufgetaucht, sonst wärst du garantiert nie in den Ballon gestiegen. Hi. Ach ja, diese Fahrt war ja so schön. Der bunte Ballon sanft getragen vom Wind über die Baumwipfel. Ja, ja, ja. Konsti, kannst du den Gebrüdern Wright mal sagen, dass sie aufhören sollen, von Flügen zu reden? Helena hat irgendwie mitbekommen, was mit Andy los ist. Und jetzt sie auf dem Weg hierher. Ja, aber das ist doch eigentlich total schön. Freust du dich denn gar nicht, dass ihr euch endlich wieder seht? Natürlich freue ich mich, dass sie mich so als Krüppel wieder sieht. Jetzt erzähl doch nicht so ein Blödsinn. Genau. Sie kann dich doch unterstützen. Ja, früher oder später, da hätte sie es doch sowieso erfahren. Nein, das hätte sie nicht. Wenn Tristan ihr nicht brühwarm gesteckt hätte, dass ich im Rollstuhl sitze. Aber das wird ihm noch leid tun. Andi, reg dich jetzt bitte nicht auf, aber Helena hat mich vorhin angerufen und mir Löcher im Bauch gefragt. Und sie hat einfach keine Ruhe gegeben, oder? Du hast ihr gesagt, dass ich im Rollstuhl sitze? Andi kriegt sich schon wieder ein. Fragt sich nur wann. Was? Es war absolut richtig, dass du Helena die Wahrheit gesagt hast. Mann, der Arzt sagt doch, dass es keinen physischen Grund für Andys Lähmung gibt. Also, wahrscheinlich tut es ihm sogar gut, wenn Helena bei ihm ist. Na, da seid ihr ja endlich. Wir sind schon so gespannt, was ihr Helden der Lüfte zu erzählen habt. Hier. Kommt rein. Oh, hallo. Ich wusste gar nicht, dass du noch Gäste eingeladen hast. Oh, habe ich das nicht erwähnt? Das sind Sabine und Claudia. Wir kennen uns vom schwullesbischen Unternehmerpreis. Den man dir um ein Haar völlig zu Unrecht verliehen hat. Ja, was soll ich machen? Ich stehe nun mal mehr auf Männer. Das ist mein Neffe Olli, Oliver. Und das ist Christian Mann, sein Mann. Also ich meine, sein Lebenspartner Mann heißt er. Hallo. Ach, hallo. Hallo. Claudia und Sabine haben übrigens auch gerade geheiratet. Ach, ja, dann Glückwunsch. Ja, danke. Euch auch. Darauf trinken wir jetzt ein Gläschen, ja? Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch mittlerweile Neuigkeiten, auf die wir anstoßen könnten. Charlie. Ihr habt mir doch erzählt, dass ihr euch Nachwuchs wünscht. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geklappt hat. Wie ist der Stand der Dinge? Würde ich dann Sekt trinken? Ja, wir wollen ein Kind, aber eine anonyme Samenspende kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Genau. Wir wünschen uns eine Erziehungsgemeinschaft mit einem schwulen Paar. Aber ja, es ist gar nicht so leicht, die richtigen Partner zu finden. Schließlich handelt es sich um eine Entscheidung fürs Leben. Ja, na, dann lass den Mut nicht sinken, das wird schon noch klappen. Darauf trinken wir jetzt. Ja. Prost. Prost. Meine Freundin Nathalie schwört auf die beiden als Babysitter. Christina ist auch total easy, die mag jeden. Ja, ja, jetzt stellt euer Licht mal nicht unter den Scheffel. Ihr könnt sehr gut mit Kindern umgehen. Ich meine, das hat euch doch überhaupt erst auf die Idee mit der Adoption gebracht. Ach, ihr wollt auch eine Familie gründen? Ja, das war mal angedacht. Also. Was heißt denn angedacht? Ich meine, ihr hattet doch sogar schon eine Agentur damit beauftragt. Charlie, danke. Kein Wein, Christian und ich, wir müssen beide total früh raus. Sorry. Was? Ihr wollt schon los? Aber ich habe uns extra was zu essen machen lassen. Xavier hat köstliche Antipasti gezaubert. Doch, leider. Ja. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, hat mich total gefreut, euch kennenzulernen. Man sieht sich bestimmt mal wieder. Ja, hat mich auch gefreut. Also, schönen Abend noch. Ja, ciao. Ja, euch auch. Tschüss. Jetzt bleib doch noch ein bisschen. Damit du weiter kuppeln kannst, vergiss es. Was ist denn so verkehrt an den beiden? Nichts, bis auf die Tatsache, dass wir uns die Mutter unseres Kindes gerne selbst aussuchen würden. Und jetzt gute Nacht. Schönen Abend noch. Morgen. Hast du Helena noch erreicht? Sie hat nicht mehr zurückgerufen. Das heißt wohl, dass sie wirklich auf dem Weg hierher ist. Andi, ich wollte dich wirklich nicht verraten, aber sie hat einfach keine Ruhe gegeben. Olli, halt doch einfach mal deine Klappe. Guten Morgen.
Kann ich dir irgendwie helfen? Und wo willst du jetzt hin? Ich gehe Blumen kaufen. Vielleicht lenkt sie das hier ab und sie merkt gar nicht, dass ich im Rollstuhl sitze. Warte. Ich brauche keine Hilfe. Schon gar nicht von dir. Latte Macchiato, bitte. Ja, wir haben Ihr Angebot bekommen und wir sind sehr interessiert. Wann können wir uns treffen? Nur noch heute Morgen. Gut. Ich bin gleich bei Ihnen. Respekt, das ging recht schnell mit der Antwort. Ja, dann wollen wir Charlie doch mal zeigen, dass wir auch ohne ihre übergriffige Kuppelei zurechtkommen. Komm schon, sie hat's doch nur gut gemeint. Ja, das ist doch das Schlimme. Immer wenn Charlie was gut meint, dann endet das im Chaos. Oh wei, hübsch ist anders. Aussehen wird eh überbewertet. Was mit den beiden? Beide beruflich in München gebunden. Blöd. Ja. Und die hier? Nach Jahren in Ashram in Indien haben wir unsere Erfüllung in der ökologischen Ziegenzucht in der Nähe von Usum gefunden. Okay, die also auch nicht. Es muss doch ein nettes Paar geben, mit dem wir ein Kind großziehen können. Ja. Jemand Nettes, zu dem man leicht Kontakt aufbauen kann. Paar, das man einfach sympathisch findet. Und das zufällig auch ein schwules Pärchen sucht. Ja, die beide Väter werden wollen. Und dabei nicht gerade erfolgreich sind. So wie wir. Genau. So wie wir. Also, ich will dich ja nicht drängen, Charlie, aber musst du nicht langsam ins Schneiders? Oh, Luca und Niklas kommen auch schon gut ohne mich aus. Ja. Oh, Sandra, machen Sie mir noch einen Espresso? Hey. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu lange warten lassen. Ach, nein, überhaupt nicht. Danke, dass ihr es überhaupt so schnell geschafft habt. Das ist ja mal eine Überraschung. Olli, hast du mir nicht vor gar nicht so langer Zeit vorgeworfen, dass ich mich um Dinge kümmere, die mich nichts angehen? Ja, und ich glaube, da ist eine kleine Entschuldigung fällig. Ich war da gestern nicht ganz fair zu dir und das tut mir leid. Also, genau gesagt, können wir beide uns sogar vorstellen mit euch. Also, wir haben uns überlegt, dass wir einfach versuchen, gemeinsam zusammen, also zu viert, eine schwul-lesbische Familie aufzubauen. Ja. Also wir können uns ja erstmal ganz unverbindlich ein bisschen beschnuppern, sozusagen. Tolle Idee, dass ich da nicht drauf gekommen bin.